Also ich bin nicht, ich bin unschuldig. Oh Gott. Meine Sammlung, guck, ob ich da irgendwas Ich Nutzvolles hab habe. generell. Buff mal nochmal Mal der Wildnis. Okay. Ich schau mal, ob ich irgendwas finde, um den Magier zu blamieren. Ich habe einen Hexenmeister, ich habe einen Schurken. Seit wann habe ich einen Magier? Was zum Fick? Seit wann habe ich einen Magier? Hast du bestimmt mal betrunken erstellt oder so? Das könnte sein. Aber ich hatte eigentlich Button. nie einen Magier. Solange du ihn nicht Judas genannt hast. Bei Magier gibt es momentan eine Menge spielbare Decks. Ich habe keine Ahnung von den momentan spielbaren Decks. Ich hasse Mech-Mage. Ja, also das erste, was immer kommt, ist der Da. Mech-Mage, ja. Dann, es gibt dann aber noch den Freeze-Mage. Und dann gibt es noch irgendeine ganz, ganz, ganz komische Form vom Molten Giant Mage. Ich müsste mir jetzt eh erstmal Gold zusammen farmen, damit ich irgendwas machen kann. Ich würde empfehlen, Solo-Abenteuer ein bisschen zu machen. Es gibt ein paar Karten, die du echt relativ schnell da holen kannst. Reno Jackson zum Beispiel. Der Genau. Mach dir neue ein Murloc-Deck mit Impala. MacMage, 100% Bio-Magier-Fleisch, frischer Salat und Soße. Man kann Hol sie ihm prinzipiell heute. jede Klasse Oh mit Mechs Gott, was soll ich spielen. zuerst machen? Forschungsliga, der Schwarzfels oder Naxxramas? Also sagen wir es mal so, bei jedem von denen ist, also mit Ausnahme von Naxxramas, hast du bei jedem im ersten schon ziemlich die beste Legendary mit drin. Also bei League of Explorers kriegst du in der ersten Runde schon Reno Jackson und in der im Schwarzfels kriegst du in der ersten Taurus dann. Das sind die jeweils besten Legendaries, die Und du da rausholen kannst. warum ist bei mir bei Naxxramas bei normal eine 3 dabei? Weil du wahrscheinlich irgendwas schon machen kannst da drin. Oder Herausforderungen noch nicht gemacht hast, was weiß ich. Schau einfach mal rein, ob du da schon was machen kannst. Ja, ich kann Anub-Arak machen. Okay, Spinnenflügel hast, dann kriegst du Mexna, wenn du die ne komplett gemacht hast. Und ein paar nette Naxxramas-Karten. Ach, da unten geht's weiter. Ich hab's ganz geschaut, das ist nicht so. Ich hasse Anub-Arak. Es ist nicht Anub-Arak, es ist Anub-Rekan. Anub-Arak wäre ein bisschen dicker, glaube ich. Anub-Arak ist eine Schurken-Legendary. Ja, total behindert. Wenn er stirbt, kommt er zurück auf die Hand. Und du kriegst einen Nubrekan. 4-4er. Außerdem, so schlimm finde ich den Fortis. gar nicht. Na gut, Also, die einzig Schurken Blöde sind an ja ihm ist, dass schwierig. er eine Schurken-Legendary ist. Naja. Nobody like them. Sonst an Ja. den anderen Sachen kann ich noch nichts machen. Von Schwarzfels und Porsche Liga. Werde ich wohl Naxxramas machen müssen. Ja, sonst musst du halt Gold ausgeben. Aber das Gold lohnt sich, weil du kriegst halt garantiert Legendaries davon. Und auch viele Ja. andere Karten. Und viele von den Gott, ich Legendaries. mich. Also gerade, also League of Explorers würde ich dir direkt mal empfehlen, zuerst zu machen, weil die meisten Legendaries von denen sind echt brauchbar. Ich meine, Bran Bronzebart ist super, Reno Jackson ist super, Finley Murgleton bringt auch irgendwo was und Elise ist durchaus eine gute Sache. Ich habe doppelt so viel Ich hab Schaden gemacht wie 20 der. Gold, ich kann nichts machen. Dann mach deine drei Quests. Und ich muss mir jetzt erstmal irgendein Deck, was ich mir irgendwie machen könnte, zusammenstellen. Ich will doch erstmal gucken, was ich so viele Karten habe. Schuld. Was? Das war kein. Das war ein Strecken. Achso. Was habe ich eigentlich momentan für Quests? Sieg des Druiden oder Jägers, Druiden oder Schurken, Paladin oder Priester. Kilian ist Zweiter im Damage zu seinem Parler-Tank. Bei mir bin ich Erster, aber gut, ich habe auch die Lerntentakel gezogen. Ja, bei mir werden die Lerntentakel extra aufgeführt. Okay.
Weil das sind Leertentakel, den Schaden gemacht haben und nicht du. Ja, bei mir sind die bei mir mit drin als Top-Schadensquelle. Ja, diese Top-Schadensquelle habe ich dir ab. Ja, trotzdem, ich habe das Trinket selber angelegt, also will ich auch was davon haben. Ich habe das Ding angelegt und die Zigs A, aber ich lass auch nicht bei mir im Schaden anzeigen. Oh Oh hi, oh Gott, es hi. gibt Eve. Es gibt was? Mit Eve als Held. Ja. Ach so. Okay. Achtung. Kostet aber irgendwie 7 € noch irgendwas. Ja, 8,50 Euro. Also am geilsten wäre ja Magni, aber ich spiele keinen Krieger. Der Lukas hat ihn sich letztens bei mir gekauft. Oh, der kauft ja alles. Ja, der hat er. Der kann nicht mit Geld umgehen, aber mein Gott, mir soll es recht sein. Ja. Ich profitiere irgendwie davon, dass er das Ja, ganze, die ich wollte ganze es Zeit gerade Geld sagen. ausgibt. Oh, was haben wir denn da? Warum kann ich dann. Ach, das ist Stoff. Da aus wie Leder. Hi, Papa. Sagst du, ich hab die ganze Wohnung zusammengeschrieben, wie wir ein Archia-Fahrzeug gelegt haben. Bin mal gespannt, ob wir nächste Woche mit Mythisch anfangen. Ja, noch genug Zeit habt ihr ja. Paar Monate. Bis ein Lied schnell rauskommt, dauert es noch eine halbe Ewigkeit. Sag ich Zeit ja. hätten wir noch. Mal schauen, vielleicht wären wir bis dahin vielleicht sogar Level 100 hier. Ach nee, das wird nicht passieren. Ich wollte gerade sagen, so ein Scheiß. Wir haben mit MOP angefangen. Ja, wir hatten auch immer wieder unsere Aufnahmepausen hier mit drin. Gut. Ist das WoW Let's Play ein bisschen länger? Ja, wir sind jetzt schon über 100 Folgen, also länger als mein Warcraft 3 Let's Play wird es auf jeden Also, Fall. wir haben mit Level 1 angefangen. Das glaube ich erklärt alles. Ja, wir sind immerhin mittlerweile Level 77, 78. Und wir haben es ganz elegant geschafft zu vertuschen, dass ein Kumpel die unsere Aufnahmen verschmissen hat. Auf einmal die Stufe 10. Ich habe mir auch irgendwas dabei gedacht, als ich die Umfrageoptionen für unser 250 Abonnenten-Special, das wir irgendwann mal machen müssen, was wir da machen müssen. Ich meine, die eine Option, die bis jetzt noch niemand angewählt hat, wenn du dich dran Ja, erinnerst. über Timon lässt dann, dass er Genau. seit 2 Jahren nichts mehr macht. Ich fand, die Option ist mir spontan eingefallen. Ich hätte es lustig gefunden, wenn Timon die gewählt hätte. Ja, heute hätte sogar noch mitgemacht. Da hätte immer nur ein paar Witze einfallen müssen über Schleswig-Holstein und sowas. Aber anscheinend wird das ja echt ein Hörspiel, so wie das momentan aussieht. Oder beziehungsweise momentan ist wieder Gleichstand auf zwei oder drei Optionen. Ja. Hörspiel. Ich bin die Aus. Kein. Du darfst ja dann meinetwegen nur das Thumbnail machen dafür, wenn es sein muss. Ich zwinge hier niemanden zu irgendwas. Soll nur jeder irgendwie dran beteiligt sein. Auch ich. Wenn du hier mitmachen willst, ja, warum nicht? Wobei mitmachen. YouTube-Kanal und so.
Achso, whatever. Ja, hätte ich ja schon Interesse. Ich meine, nachdem Timon nichts mehr macht, Drago auch irgendwie relativ inaktiv ist, seitdem ich mit ihm Pokémon Feuerrot mal fertig gespielt habe und ich ihn dazu auch noch zwingen musste. Was Schmellfeuer ist bei euch? Ja, Drago der Rebell, ich weiß. Drago, das ist ein cooler Name. Gangstername. Ui, hab ich den scheiß Kriegsgolem. Den hat man standardmäßig. Achso. Das ist eine Basiskarte, die hat jeder. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ernsthaft, ich bin bei ihm seit der gefühlten 5 Minuten bei 99% EP. Dachte ich mir, zack, Level up, Scheißdreck. Du bist bei 99%? Ja! Wie machst du das? Ich hab's doch gesagt gerade vorhin, als der andere Level up worden ist, hab ich gesagt, ich bin bei 60%. Aber mir hört ja keiner zu. Ich sag jetzt lieber mal nicht, bei wie viel ich gerade bin. Wahrscheinlich schon wieder bei 80 oder so. Ich sag jetzt einfach mal nur Volltreffer, aber gut. Das ist scheiße. Also nicht ganz ein Volltreffer, jetzt bin ich bei 80 angekommen. Ja gut, dafür, dass ich nicht weiß, wie viel Prozent dein Balken hat. Das war sehr ins Schwarze getroffen. Ich bin halt doch gut. Ja, im Raten bist du echt super. Also nach der Innie habe ich noch meinen 79 drin. Also entweder du levelst jetzt dann deinen Mage oder irgendwas nach, oder du grindest irgendwo mal ein Level mit dem Hexer. Ja, nee, ich glaube, ich werde in der nächsten Folge mit meinem Bellflower mitkommen. Ein wunderhübscher Wagen, Magier, den ich irgendwann mal anfange zu leveln. Lasst uns loslegen. Kann man den verbannen? Immun? Ja gut, es ist halt einfach kein Elementar. Es ist ein mechanisches. Ein mechanisches. Moment. Oh nö, jetzt kommt wieder das lange Rumgelaber. Mein Bier kann ich weiter trinken. Alles klar, dann mal los! Naja! Dann schauen wir mal, dass wir da mal auf dem YouTube-Kanal ein bisschen ein paar andere Sachen laufen, außer Pokémon. Ja, Advance Wars. Advance Wars wird auch noch ein bisschen länger laufen. Ich meine, das sind eine Menge Folgen, die ich aus den letzten Aufnahmen rauskrieg. Und nach Advance Wars 2 kommen ja auch noch Advance Wars 1. Meinst du, wir sollten mal nochmal in Diablo die vierte starten, weil die dritte hat ja auch nicht viel lang gehalten. Ja, Timon war ja irgendwann nicht mehr da. Ich hätte es ja mit ihm durchgezogen und das wäre auch meine Gelegenheit gewesen, mal ein bisschen mehr von Diablo zu sehen. Aber nein, Timon. Das ist schon mal der Vorgeschmack aufs Abo-Special. Wir lästern über Timon, dass er seit 2 Jahren nichts macht. Aber Timon... Am Schluss kommt wahrscheinlich dann eh daraus, dass wir alles von meinen Optionen, die ich zur Verfügung gestellt habe, machen. Das heißt, wir spielen alle zu fünft oder zu viert Diablo, wir lästern über Timon und machen dabei ein Hörspiel, oder was? Irgendwie sowas. Und am Schluss kommt noch ein Best of the Gamer Emulator seit der Entstehung oder sowas.
Wobei ich da wieder. Diablo wäre schon cool. Ja, momentan habe ich nur leider überhaupt keinen Platz für neue Projekte. Es sei denn, wir bringen mal wieder 2 Videos am Tag. Also ich habe momentan theoretisch genug vorproduziert, dass das gehen würde. Ja gut, rein theoretisch habe ich eine 1 Terabyte Festplatte rumliegen. Ich könnte halt mal was aufnehmen, wenn ich ja. Lust und Zeit dazu mach hätte. Einfach. Koto macht jetzt auch was. Der hat jetzt gemeint, ich hoffe, ich spoilere hier jetzt niemanden, aber der will den nächsten Metroid machen. Nett. Ja. Und das finde ich gut, dass der da auch mal Eigeninitiative ergreift und dass er da selber mal was macht und dass das nicht nur, dass das nicht unbedingt ein Projekt ist, das ich selber wieder antreiben muss. So viele grüne Zahlen. Warte mal. Weil ich mache hier momentan so rund um die 80% der Arbeit, aber egal. Ich mache es ja gern. Hat meine Mutter auch immer gesagt. Ich mache es sehr gern. Sie hat gelogen. Der Kielan sieht diesen Kanal als sein Baby. Ja. Ja, ich muss ja irgendwas aus dem Trümmerhaufen machen, den Timon mir hinterlassen hat. Hey, also seitdem wir beide diesen Kanal eingestiegen sind, hat sich einiges verändert. Ja, seitdem ich das Ruder in die Hand genommen habe, kommt wenigstens jeden Tag ein Video. Mit Ausnahme von ein paar kleinen Pausen, die ich zwischendrin mal hatte. Die Qualität des Kanals hat sich nochmal um 100% erhöht, als ich das erste Mal dabei war. Bei welchem Spiel warst du denn das erste Mal dabei? Ich glaube, ich habe das. Weiß ich gar nicht. Das war, glaube ich, Advanced Wars Dual Strike, oder? Ich glaube schon, ja. Ich weiß es nicht, auf einmal war er da. Ja, und danach habe ich mit dir Project Nomads gemacht. Jetzt mache ich mit dir noch. Also, jetzt bist du im WoW mit dabei. Meine Conker, vergesst mir meine Conker nicht. Das wollte ich gerade sagen, Red Alert 3. Wo wir ja auch uns relativ erfolgreich durch die schwere Kampagne durchkloppen. Ja, was heißt relativ? Momentan sind wir doch ganz gut dabei. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie weit wir schon sind, bis diese Folge hier draußen ist, aber... So, Anubrekan ist platt. Ja, dann kommt als nächstes... wie heißt die nochmal? Die Großwitwe! Ja, die Großwitwe. Deren Name ich ständig vergesse, aber sie fängt mit F an. Achso, du bist noch gar nicht fertig, ich laufe. Voll, ich hab 2 mal geisterhafte Krabbler bekommen. Oh, das ist eine Superkarte. So. Ist schon wieder fertig. Großwitwe Ferelina. Wo rennst du hin? Das ist der Scheiß immer noch nicht vorbei. Chrissy geht in den Stunt spazieren. Ja. Ich hab einen neuen Lieblingszauber entdeckt. Welcher? Bildwuchs. Okay. AE-Heilung. Oder besser gesagt AE-Hot. Ja. Ach Bran, mach halt schneller. Na, was fürs Bärchengier? Was fürs Bärchengier? Oder, ich hab doch die. Ah ja, stimmt, das ist ja wieder Hosen. Ich vergesse daran, dass das mittlerweile auch ein Erbstück ist. Hey, ich dachte schon, du wolltest sagen, ich vergesse immer, dass Worgen keine Hosen tragen. Sie tragen vielleicht keine Schuhe, aber Hosen tragen sie schon. So ein Riesen reingelaufen. Würde ich ja eigentlich mal nicht mit so guten Karten spielen. Geht's eigentlich?
Ja, auf normal sind die Bosse relativ einfach. Ja, ich habe Anub-Rekan trotzdem, als er rauskam, nie platt bekommen aus irgendeinem Grund. Wenn er mit seinen scheiß 3-1 seinen Ansatz ging. Seine Fähigkeit. Und gerade eben hat er auch so gut wie alles, was ich beschworen habe, immer mit irgendeinem Scheißzauber sofort weggeschickt. Bitte. Geil, ich beschwöre 3 Viecher, die sind sofort weg. Im Heroisch sind die Bosse erst richtig stark. Ja gut, da glaube ich die Karten nicht. Ja, und außerdem ist es dann noch ein Glücksspiel. Selbst wenn du das perfekte Deck hast, brauchst du dann immer noch Glück, dass du gewinnst. Wobei ich sagen muss, dass der dritte Boss aus League of Explorers, der geht relativ einfach, wenn man Freeze Mage spielt. Ja, ab und zu hast du auch Bosse, die mit bestimmten Decks einfach sind. Weil einfach ist. Ja, genau. Ach, ich find's so schön, dass ich hier keine Vorbildfunktion erfülle und dann einfach ganz ich selbst sein kann. Also so halbwegs wenigstens. Und jetzt wird die Trickswitwe mal versucht zu klatschen. Freu dich Und auf für die. Mexna, die ist richtig nervig. Ja, und für die, Und vor die allem, es jetzt ist eine irgendwie. riesige Spinne. Mit kleinen Spinnen habe ich nur ein Problem. Große Spinnen mag ich. Eine Und für. riesige Spinne. Ja, das sagt Kel'Thuzad halt immer so schön, wenn man sie anklickt. Max, da ist eine riesige Spinne. Wow. Oh, jetzt habe ich den Fuß gestoßen. Oh, das ist ein Zeichen dafür, dass wir aufhören müssen. Und für die, die mich jetzt als Hearthstone-Noob bezeichnen wollen, ja, es stimmt. Ich habe aber auch Hearthstone, als es rauskam, nur kurzzeitig und sehr selten gespielt. Ja. Ich bin auch ein Und. Hearthstone-Noob. Immer wenn Kieler mir zuschauen will, kicke ich ihn gleich wieder raus. Ich will nur zuschauen, weil ich was zum Lachen haben will. Ja, da Also, kannst du das mir ist meine zugucken. Sound Also, du willst aufhören, Chrissy? Ja, es ist mein Okay. Langweiler. Dann hast du folgende Aufgabe: Level deinen Magier bis Level 79. Jo, aber nicht mehr Ja. heute. Bis zur nächsten Aufnahme halt. Jo! Ja, wie viele Level fehlen ihm da? Ich weiß nicht, wie Hier viel. ist 75, also von dem her. 4 Level, die Achso. kriegt er schnell hin. Ich Und ihr meine, macht jetzt noch bis. in der nächsten Aufnahme schaffen wir dann auf jeden Fall Level 80 und können dann auch gleich mit den Cataclysm-Sachen mal ein bisschen anfangen. Ich kann das wissen. Oh ja, endlich aus Nordend raus. Endlich mal wieder questbare Sachen, die einen nicht nach Und zwei raus als Minuten alter ankürzen. Opa. Also gut, wir beenden hier an dieser Stelle mal die Aufnahme. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Auch danke an alle Gäste, auch nochmal an Nadine, auch wenn sie schon gar nicht mehr da ist. Ich geh pennen. Jetzt will er sich wieder einschleimen. Nee, tue ich gar nicht. Tu ich nicht. Ja, dann mach schön. Ja. Timme.